Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich. Und natürlich freue ich mich, dass du wieder einschaltest, denn es ist vor einigen Tagen ein neues Update erschienen für die Karte Tram München, unserem ersten Payware-Addon hier. Und zwar die Version 1.01 mit zahlreichen neuen Updates, ja, sowie Performance-Verbesserungen. Allerdings muss ich sagen, Performance-Verbesserungen spüre ich persönlich jetzt leider nichts. Aber nun gut, das ist ja wahrscheinlich wieder so systembedingt, ne? Welche Auflösung hat man, wie hat man die Einstellung zum Beispiel eingestellt und. Können wir uns wahrscheinlich drüber streiten. Auf jeden Fall, das neue Update sind ein paar kleine Bugfixes enthalten und die möchte ich hier gerne mal so ein bisschen schnell mit euch hier durchgehen, so wie wir was praktisch mit dem Lotus Simulator machen. Ja, das war da zum Beispiel hier irgendwelche Updates oder sowas hier abgleichen. Wollen wir das Ganze natürlich auch mit den Payware-Addons machen. So, also in der Version 1.01 haben sie jetzt mittlerweile auf der Karte und bei der Tram alle Texturen mit den MIP-Maps versorgt, also umgeändert. So dass, falls ihr schwarze Texturen hattet in jeglicher Form, sei es jetzt Straßen, sei es bei der Straßenbahn irgendwas, irgendwie, wurde das Ganze jetzt überarbeitet und das sollte jetzt nicht mehr der Fall sein. Denn das war nämlich eines der ausschlaggebenden Punkte gewesen, warum ihr schwarze Texturen hattet. Also, wie gesagt, auf der Straßenbahn und auf der Karte selbst soll jetzt alles, wie gesagt, mit MIP-Maps versorgt worden sein. Wir haben bereits platzierte Straßenbeleuchtung, funktionieren jetzt in diesem Update. Ja, scheinbar funktionierte das nicht, obwohl ich eigentlich nachts angefahren bin. Ich habe bloß gesehen, dass teilweise keine Straßenbeleuchtung da war, ne? Na gut. Vegetation am Scheideplatz deutlich verbessert. Ja, 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 Leute, ich weiß, das heißt nicht Scheideplatz, sondern Scheidplatz, ja. Jetzt habe ich es auch jetzt begriffen mittlerweile. Zahlreiche parkende Autos entlang der Strecke platziert, zahlreiche Fehler im Straßenbau behoben. Also gerade so die Polygone sind uns ja einige aufgefallen, wo wir ja da lang gefahren sind, ne? Was wir ja so im Livestream und natürlich im Let's Play ja gesehen hatten, hatte ich ja euch hier gezeigt gehabt. Vielleicht haben sie sich ja das Ganze, das Video eventuell oder den Livestream ja vielleicht zu Herzen genommen. Wäre natürlich traumhaft, wenn sie es gemacht hätten. Allerdings kriegt man ja da leider nie irgendwie so ein kleines Feedback irgendwie. Ne? So, Korrekturen, Oberleitungsprobleme. Hauptschalter fällt raus am Stachus Richtung Sendlinger Tor. Entry Point Schaltplatz auf dem auf korrektes Gleis verlegt. Stimmt, wir standen nämlich hier drüben, ne? Hier haben wir angefangen gehabt. Sollte jetzt nicht mehr sein. So, Backdrops behoben in Lehmsbachplatz. Nee, warte. Lenbachplatz, Entschuldigung, Neptunbrunnen. Und die Nordendstraße Richtung Sendlinger Tor. Das Ding ist, der Monitor steht einfach mal Kilometer weit weg und ich muss da schon fast mit der Lupe lesen. So, was haben sie an dem Fahrzeug gemacht? Ja, wie gesagt, die ganzen Texturen wurden jetzt, wie gesagt, mit MIP-Maps jetzt versorgt. Neu ist der Hublift für Rollstuhlfahrer voll funktionsfähig integriert. Ja, also da soll jetzt hier irgendwie an der ersten Tür, soll jetzt hier unten, sehen wir schon, ne? Soll das jetzt Ganze funktionieren? Ich glaube, ich habe da ein Bild zu gesehen. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass ich euch das hier noch zeigen kann. Schauen wir mal. So, Front- und Seitenrollos nun funktionsfähig. Warte mal, das kann man gleich testen. Geil. So. Und hier ist es wahrscheinlich mit einer Taste, oder? Was ist das hier? Keine Ahnung. Achso, hier ist es. Hier. Wunderschön. So, jetzt kann ich hier raufdrücken. Ich meine, es ist nett, ne? Also, gibt's im GT6 nicht. So, okay, Hammer. Schlüssel in Schlüsselschalter im Cockpit hinzugefügt. Schlüssel im Schlüsselschalter im Cockpit hinzugefügt. Also, da liegt ein Schlüssel, ja. Wenn ich den jetzt hier reinstecke. Wir müssen den erst aufheben. Und dann können wir das Ganze benutzen. Das ist natürlich eine coole Sache. Was haben wir noch? Sonderansagen, Ausbildungsfahrt wurde hinzugefügt. Okay, das war irgendwie nicht vorhanden. Cockpit und Fahrgastraum, Kameraperspektiven neu eingestellt. Das wäre jetzt vielleicht mal so für die VR-Brille vielleicht interessant. Haltestellenbremse kann nun mit der Taste Num bestätigt werden und Matrix schaltet nun erst kurz vor Erreichen der Endhaltestelle auf den nächsten Kurs um. Stimmt, weil das ist mir nämlich auch aufgefallen im Let's Play, da war das Ganze nämlich noch nicht so gewesen. So, schauen wir mal jetzt hier. Türen entriegelt, Feuerlöcher, Wahlschalter. Achso, hier haben wir den Wahlschalter. Ah, okay. Können wir jetzt gerade nicht benutzen. So. Achso, warte mal. Nee, oder? Ha? Tatsache.
So, das ist ja cool gemacht, ja. So, jetzt können wir den hier reinstecken. So, und jetzt sollte doch, ah, genau. Hauptschalter aus. Okay, das funktioniert jetzt nicht. Ist nicht gelöst. Fahrleitungsspannung fehlt. Warnschalter, ich guck gerade. Irgendwie mache ich hier noch einen Fehler. Haben wir schon mal auf jeden Fall einen Ton bekommen. So, vorwärts. So. Aber es fährt gerade nichts hoch. Warum nicht? Ja, der Bio schafft es wieder nicht. Fahrernummer ist klar. Also das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Was hier mit zu tun? Warte mal. So, müssen wir jetzt wieder. So. So, Schlüssel nochmal nehmen. So. Bisschen anstrengend. Was ich jetzt hier. Jetzt mal die Schlüssel und sowas. So, was haben wir jetzt? Hauptschalter aus, Feststellbremse, VMAX 30. Okay. Das bringt das jetzt erstmal gar nichts. So. Wir mal Automatik machen. Hauptschalter ist aus. Ja. Das ist halt die Frage, wie funktionierte das jetzt nochmal? Ja, ich hab's vergessen. Richtungsblinker, Weichensteller, Daueröffner. Es ist einfach schon unglaublich lange her. So, aber auf jeden Fall ist das hier falsch. Das können wir nochmal rausnehmen, weil wir müssen hier nochmal ran. Das funktioniert hier zwar. So, erstmal lassen wir das hier. So. Das Problem ist, wir können dann nur aus. So, jetzt haben wir ausgemacht. Genau, jetzt steckt man das hier rein. Nein, du sollst schon schließen, bitte. So, jetzt ist das drin. So, jetzt brauchen wir den Schlüssel ja eh wieder. So, ziehen wir raus. So, das sollte es doch eigentlich schon fast gewesen sein, oder? Jetzt wird der Stromabnehmer. Passiert leider nichts. Fahrleitungsspannung fehlt, ja. Da ist ja irgendwie gerade so ein ja, kleines Problem drin. Ja, will er nicht. Das Ganze ist zwar da, aber ich krieg das Ganze nicht. Bewegt. Sehr komisch. Ah, die Scheibe funktioniert hier auch. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, weiß ich nicht, was jetzt hier das Problem ist an der Sache. Ich bin da jetzt gerade ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Ah. So, jetzt sollten wir fahrbereit sein. Eigentlich.
Im Endeffekt haben wir es ja noch mal hinbekommen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so ganz so schön war. So, okay. Jetzt haben wir ja hier auf jeden Fall die Rampe. Warte mal, jetzt machen wir erstmal hier Haltestellenbremse rein. Dann jetzt wollen wir Türe öffnen. Aha, da kommt sie. Okay, cool. So, warte mal. Schauen wir mal bei 4 hier mal, damit wir uns das bisschen mal genauer anschauen können. Ne, hier sehen wir es. Ach, jetzt sehen wir das leider nicht. Na gut, okay. Was haben wir noch? Matrixschaltung kurz nach Erreichen. Okay, Haltestellenbremse. Ja, Ansage. So, Schiebefenster im Cockpit. Ja, haben wir. Fahrgastbeleuchtung schaltet nun bei Automatik selbstständig ein, wenn die Türe 1 geöffnet und Fahrgastraum nicht eingeschaltet ist. Fahrgastraumbeleuchtung schaltet jetzt nun bei Automatik selbstständig ein. Bremslichter leuchten nun bei Stillstand nicht mehr. Es wird nun ein Hinweis angezeigt, wenn versucht wird, eine Fahrt zwischen 21 Uhr und 7 Uhr auszuwählen. Fahrertüre kann nun auch aus Fahrgastraumsicht geöffnet werden. Bugfix. Türlichter funktionieren nun korrekt. Türautomatik funktioniert auch bei ausgeschalteter Batterie. Hauptschalter. IBIS-Auswahl an Sonderansagen funktioniert nun korrekt. Bestätigung des Türtasters für Tür 2 im Cockpit führt nun nicht mehr dazu, dass die Tür 2 danach nicht mehr öffnet. Achso, das war ein Bug gewesen. Interessant. Okay. Beim Rückwärtsfahren kann nun auch gebremst werden, wenn der Hauptschalter aus ist. Notbremse wird nun auch auf den Schienenbremsen. Fahrstrombegrenzung limitiert auf maximale Geschwindigkeit nun nicht mehr. Fahrstrombegrenzung reduziert die Fahrerleistung nun nicht mehr so stark. Leuchtmelder im Cockpit leuchten nun auch, wenn der Fahrerstand ausgeschaltet ist. Ja, dann haben wir Blenden nun nicht mehr bei Nebel. Leuchtkraft des Fernlichts etwas reduziert. Sounds eingebaut für Schiebefenster im Cockpit, Cockpittür. Den Entwerter. Was kann man denn bei dem Entwerter machen? Ah, ja, bist du da, wo man noch brav diese Tickets stempeln musste? Cool, ja, daran haben wir auch nicht gedacht. Sehr schön. So, na dann, wollen wir mal gucken, was so die Karte zu bieten hat. Und ob wir jetzt noch großartig Polygonfehler sind, deswegen machen wir jetzt hier alles ganz ohne Fahrernummer oder sowas. Wir halten jetzt hier nicht an jeder Haltestelle, sind heute mal so eine kleine Fahrschule oder sowas. Fand es auch schon hart, wie die Leute halt hier so das Ganze jetzt beurteilen. Ja, der eine, der findet es klasse, der andere findet es jetzt nicht so klasse. Ja. Der andere wiederum sagt, hey, hätten wir vielleicht abwarten sollen, bis Lotus vielleicht fertig ist oder sowas. Ja. Es ist schon interessant, wo die Richtung hingeht. Macht es jetzt aktuell Sinn, jetzt ein Add-on jetzt zu veröffentlichen für den Lotus Simulator oder sollte man doch wirklich warten? Ich finde, es macht tatsächlich Sinn, jetzt ein Add-on jetzt schon zu veröffentlichen und das Ganze mitwachsen zu lassen. Zum Beispiel wäre es jetzt natürlich auch mal, könnte man sich ja auch mal schon überlegen, es soll ja jetzt so früher oder später jetzt ja doch das Busmodul geben, ja. Für die Leute, die jetzt natürlich jetzt vielleicht jetzt ein Addon jetzt zum Beispiel planen oder sowas in der Richtung, könnten doch jetzt vielleicht zum Beispiel mit einem Busmodul anfangen. Klar, ist so Testfahrten oder sowas sind aktuell nicht drin. Aber das Schwierigste an der ganzen Sache ist ja nun mal so die ganze Umwelt halt, das Ganze halt hübsch zu bauen und alles was, ne. Also da könnte man in der Richtung auch schon anfangen. Ne? Und pünktlich zum Release des Busmoduls könnte man ja ein vollwertiges Addon denn zum Beispiel. Also klar, es gibt noch keine Fahrgäste, keinen Verkehr. Boah, alter Falter, das ist schon...
Ja. So, mir persönlich ist jetzt hier an sich noch nichts aufgefallen, was jetzt ein Polygonfehler jetzt irgendwie vorruft. Wie gesagt, Performance ist halt immer noch. Ja. Und an sich eigentlich komme ich mit meinen Einstellungen gut klar. Ich muss mal gucken, dass ich hier vielleicht eine andere Einstellung finde, dass das Ganze hier besser läuft. Ja, also da muss man mal vielleicht mal schauen. Also es ist nicht ein Wunder, dass es jetzt so massiv ruckelt. Das ist die höchste Einstellung, die man hier nutzt. Gar nicht von. Das ist nämlich das Gerät hier von. Aha. Ich glaube, ja. Na gut. Ja, so an sich muss man sagen, sind jetzt keine groben Fehler da. Ich glaube, hier war auch irgendwo jetzt an der Stelle jetzt gleich hier. Jetzt ist immer noch ein bisschen was runter, aber was das ist. Ich glaube, hier an der Stelle war irgendwas gewesen. Das ist jetzt weg. Also ja, also haben natürlich deutlich das Update jetzt verbessert. Ja, wie gesagt, was mit der Performance ist, wie gesagt, das kann jetzt viele unterschiedliche Sachen haben. Ja, also es muss jetzt nicht jetzt an dem Addon liegen. Ne? Wie gesagt, jedes System ist halt anders aufgebaut. Und das Ganze sogar mit 4K und alles sowas. Ne, ist natürlich, und ich nehme es nicht mit 4K auf. Ja? Oh, 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 da, guck mal, da hier. Da ist es. Der findet nur noch was der Bio. Natürlich findet da immer noch was. Nee, was wollte ich sagen? Wie gesagt, also das mit der Performance muss jetzt nicht von dem anderen kommen. Ich habe den einen oder anderen gehört, der hat keine Probleme mit. Aber wir haben die Leistung, also diese ganzen Settings von Lotus auf maximalen Details, damit man natürlich alles sieht irgendwie, ja. Also von daher jetzt nicht jetzt so irgendwie sagen, also es läuft jetzt furchtbar. Es läuft furchtbar, keine Frage, aber es ist jetzt nicht vom Addon jetzt eventuell geschuldet. Nicht ganz, ja, muss man sagen. Es wird halt schon, ist schon sehr anspruchsvoll, das Addon. Die Objekte hier, die sind schon, weiß ich nicht, irgendwas haut hier wirklich mega, mega rein. Ich meine, wenn ich mir jetzt das Ganze hier so anschaue, kann man jetzt auch nicht sagen, das sind jetzt 4K-Objekte oder sowas, weißt du? Also so, dass es jetzt zum Beispiel an den Objekten liegt oder sowas. Obwohl das hier schon, nö, eigentlich nicht. Das ist cool gemacht hier. Ja, so sowas halt. Und ich glaube, je mehr du halt solche Objekte drin hast, wie jetzt hier zum Beispiel das rote Haus, was wir jetzt hier rechts sehen, ja, so mit den ganzen Balkons und alles was, ja, da glaube ich, da wird es früher oder später, wenn du halt mehr solche Objekte hast, schon ziemlich reinknallen, ne? Aber so an sich, ja, auch schön, dass sie eine Nebenstraße bauen. Das war das so? Ich guck gerade mal. Sind wir ja von hier hinten gekommen, ne? Achso, wir können jetzt nicht weiter zurück aktuell. Ja. Also, da muss man wirklich sagen, also, die sind auf jeden Fall auf einem guten Weg dabei. Ich hoffe nur, dass die das hier, also, da kann ja nun View-App nichts für, was die Performance angeht. Da muss halt Lotus weiter dran tüfteln. Nichts. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Woche kommen andere Simulatoren, ja, die sehen halt anspruchsvoller aus. Da gibt es eine KI und da gibt es Fahrpläne, ja. Da läuft es einfach deutlich besser. Es muss mehr passieren in Lotus halt, ne? Aber wie gesagt, Early Access, Performance ist eines der letzten Sachen, die entwickelt werden. Von daher kann man da jetzt noch nicht sagen, Lotus muss jetzt, sondern Lotus hat eigentlich noch Zeit, glaube 2 Jahre oder sowas. Im August, ein Early Access Titel, 3 Jahre dürfen sie im Early Access bleiben, bevor sie dann endlich mal released werden müssen. Also von daher,
ist doch alles offen. Ne? Also wie gesagt, ich finde das Addon immer noch richtig hübsch. Ich freue mich, wenn das Ganze, wie gesagt, mal dann später mit KI ausgestattet wird. Und ihr seht, ne, also View App ist dabei, dass das Ganze hier dann dementsprechend halt auch richtig gut läuft. Denn und vom Sound her, muss ich sagen, finde ich die Straßenbahn mega gut. Viele zum Beispiel wiederum sagen, ja, sie bezahlen nicht 30 Euro für einen gemoddeten GT. Ja, ja, das hat so seine Vor- und Nachteile. Dafür bietet hier die zum Beispiel hier der GT schon eine andere Eigenschaften, halt andere Töne. Ja. Wir haben ein IBIS-System drin, was zum Beispiel funktioniert, was die Ansagen hier zum Beispiel zumindest in München hier ansagt. Und wir haben natürlich hier diese ganzen kleinen Gimmicks, dass wir hier schon so viele Tasten hier drücken können. Ja, wir haben ein Sonnenrollo, wir haben einen Rollstuhl-Absinkteil. Ja, und also es ist, muss man halt immer so ein bisschen abwägen. Ne? Da ist Lotus da gerade noch so ein bisschen langsam dahinter, ne, was das Ganze so angeht. Ah, auf jeden Fall muss man halt immer mal so ein bisschen gucken, wem was gefällt. Wie gesagt, 30 Euro kostet es aktuell noch. Zum Final Release dann wird es 35 Euro kosten. Insgesamt sind drei Linien enthalten, die allesamt so um die 20, 25 Minuten gehen. Die R2.2B ist dabei hier, also diese gemoddete GT, also nicht direkt gemoddet, ne? Also es ist, naja, ich finde, das ist in Ordnung, ja? Also definitiv in Ordnung. Und wenn du mal die Straßenbahn da fährt, fährt die Straßenbahn da. Es gibt halt auch unzählig andere Straßenbahnen. In München habe ich gesehen, ja, da hätte man natürlich auch eine andere Straßenbahn. Aber wer weiß, auch zum Final Release, vielleicht kommt ja View App ja noch mit einer Überraschung um die Ecke, ne? Und dann weiß man es ja nicht, ne? Also von daher, ich würde da mir jetzt da noch nicht allzu großen Kopf machen. Solange, wie gesagt, so dass hier ganz gut ist und sie halt dran weiter tüfteln, kann doch immer noch das ein oder andere hier geschehen. So, wie gesagt, grobe Fehler habe ich jetzt nicht gesehen, jetzt ist auf den ersten Blick. Das war erstmal so zumindest das Update gewesen, was ich jetzt, was wir jetzt hier hatten. Wir werden die Linie jetzt hier nicht abfahren, weil, wie gesagt, es waren halt, außer dass ich jetzt halt so Polygonfehler gesehen habe, waren es jetzt halt, ja, nicht wirklich viel. Auch hier gibt es keine Laternen, wie ich gerade wieder sehe, ne? Also hier fehlen noch komplett die Laternen. Aber wie gesagt, auch das, wie gesagt, ist Early Access und das Ganze wird natürlich noch gepatcht und es wird alles noch kommen und es wird einfach noch alles noch toller werden. Aber man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Early Access ist immer eine riskante Sache. Das heißt nie, dass Early Access irgendwann mal fertig wird. Sogar kann es passieren, dass Early Access einfach verschwindet. Also was heißt verschwindet? Dass das Ganze gar nicht mehr weiterentwickelt wird. Deswegen immer Vorsicht walten lassen. Wenn ihr gerne jetzt schon Straßenbahn fahren möchtet in München, dann könnt ihr natürlich jetzt schon zulangen. Ja, wenn ihr aber lieber sagt, ja, Early Access ist mir zu heikel, dann wartet lieber noch ab. Irgendwann wird es im Final Release sein und dann könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass das Ding da ist. Ne? Und solange berichte ich euch weiterhin hier natürlich von Tram München, von Lotus und Co. Selbstverständlich hier auf diesem Kanal. Ich würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt es in die Kommentare und sonst sehen wir uns zum nächsten Part hier wieder, wenn es weitergeht mit Lotus. Damit, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!